Hallo und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Let's Play World of Starships. Nein, nur Spaß. Es ist natürlich ein Fun-Modi, den es gerade bei World of Warships gibt. Und deswegen habe ich mich hier gleich in eine meiner favorisierten Klassen gesetzt, und zwar das Schlachtschiff, und zwar die Yamato Tier 30 in dem Fall. Und ich muss wirklich sagen, das ist alles ganz, 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 ganz spaßig, was sie sich gedacht haben, und schaut halt einfach super cool aus mit diesen fetten Triebwerken, die man da so auf dieses Schiff montiert hat. Und deswegen gehen wir jetzt gleich mal auf die erste Yamato. Und ich habe vorher im ersten Spiel gemerkt, da war ich viel zu weit vorne, deswegen werden wir dieses Mal das etwas anders machen. So, mal auf die erste gleich schießen. Bewegt sich gar nicht so extrem. Ein bisschen weiter vorhalten hätte ich müssen, aber dann hätte es auch schon geklappt. Also hier Zerstörer zu spielen ist schon ein Wagnis, weil die Map ist schon so offen. So, mal schauen, wo die ersten Schüsse hingehen. Piu! Leicht korrigieren und jetzt feuerfrei. Da hat doch einer ganz schön getroffen. So, wir machen uns. Wir reiten uns auf die nächste Salve vor. Buggeschütze schießen mal zuerst, dann kann man so ein bisschen auch mal abpassen und gucken, ob das, wie in dem Fall sieht man, ist zu weit. Also wird korrigiert. Und nun aber. Die sollten jetzt definitiv besser kommen. Oh, er dreht bei. So, dann drehen wir auch mal langsam. Den nehmen wir auch ein. Wird wirklich hier jetzt schon gut unter Beschuss genommen. Meine Schüsse gingen leider zwar fast ins Ziel, aber nicht ganz. Mal schauen, wie die jetzt kommen. Die haben deutlich besser getroffen. Ich weiß nicht, was die gegnerische Yamato da gerade macht. Dreht wohl ab. Aber wenn sie jetzt vielleicht jetzt nicht so dreht, wie ich es jetzt hoffe, dann können sie sich jetzt in meine Schüsse drehen. Ah, ne, leider dann doch nicht. Wir müssen aber jetzt aufpassen, weil hier ist jetzt gefühlt ein kleines Ungleichgewicht der Gegner zu uns gegeben. Aber ich könnte mal auf die Galaxy mich umfokussieren. Hier, das eine Schiff versinkt schon im Tiefen des Weltalls, sieht man hier ganz schön. So, jetzt komme ich zum Kartenende. Deswegen drehen wir jetzt mal bei. Aber pronto bitte. Schade, dass. Also, jetzt wissen wir, dass in der Zukunft die Schiffe zwar alle geile Antriebe haben, aber wirklich schnell sind sie trotzdem nicht. Wasser oder Weltall, was man hier vielleicht eher sagen müsste. Die waren schon deutlich knapper. Und da hat er jetzt erst einmal getroffen. Gleich für 6000. Bis auf den hier drüben habe ich auch keinerlei Hilfe mehr. Also da sieht man mal, da drüben ist nur rot. Aber unsere Leute, die sind alle irgendwie
auf der anderen Seite der Karte. Keine so ganz schöne Situation. Vielleicht kriege ich die Galaxy, die hat nur noch 2000. Das wäre natürlich wunderschön, wenn die jetzt... Ah, kurz davor gehen sie runter leider. Ich muss, wie gesagt, hier stark aufpassen. Da jetzt nicht so in den Fokus genommen zu werden. Die Türme drehen unglaublich langsam, wie ihr seht. Und wie gesagt, es ist keiner da, der hier großartig unterstützend wirkt. Das ist ein bisschen ärgerlich. Man muss auch sagen, also es ist am Anfang sehr, sehr schwer, sich hier so ein bisschen einzugrooven von der Distanz her. Und gerade eben aufgrund dessen, dass auch keiner mitkommt, ist es ärgerlich. Der Gegner kriegt mich hier schon gut unter Feuer. Das habe ich zwar einen Hit setzen können, aber hat wohl nicht viel gemacht. Jetzt aber mal ein bisschen schönerer Hit. Da ist auch das sogar also direkt weggeholt worden. Aber jetzt habe ich aber einen brutalen Treffer bekommen. Jetzt haben sie natürlich, der Gegner, die richtige Distanz zu mir aufgebaut, also so, dass sie genau wissen, wo sie jetzt gerade schießen müssen. Für die läuft es gerade ganz gut. Schießen auch nur auf mich. Klar, ich bin natürlich das dickste Ziel. Wenigstens brennt die gegnerische Yamato schon. So, wie kommen die jetzt? Die haben mal die Richtung gefunden, die ich mir so vorstelle. Also einfach nochmal beibehalten. Jetzt 22.000 Schaden, sowas will ich doch mal sehen. Da muss er jetzt beidrehen wegen den Cyber-Torpedos. Und ich drehe es auch mal ein bisschen bei, dass ich hier weiter reinhalten kann. Oh, jetzt ist er tot. Wer ist näher? Wer ist näher? So, ich kann wieder reparieren. Darauf habe ich mich so ein bisschen gefreut. Da kommt die Zaya. Kreuzer der, der Japaner, ja. Auch die sind im Weltallkrieg dabei. Da konnte ich ihn treffen. Sogar ganz ordentlich. Aber ich auch wiederum. Und sie grooven sich jetzt schon wieder auf mich ein, wie ihr seht. Es kommen überall die Schüsse. Gefühlt sind keinerlei Leute mehr da. Also da hinten die Galaxy ist kein Support. Der Zerstörer auf der anderen Seite der Karte bringt mir auch gerade nicht viel. So, jetzt ist hier der Asteroid im Weg. Deswegen gehe ich jetzt auf die andere Galaxy. Galaxy ist unglaublich stark in dem Modus. Also muss man sagen, damit sollte man sich nicht großartig anlegen. Lustige Stimme.
Galaxy, sie schießt so unglaublich schnell in den Modus, das ist einfach Wahnsinn. Also sobald sie sich jetzt mal auf mich einschießt, dann wird sie jetzt ja gleich sehen, wie da die Schüsse kommen. Das ist unglaublich. Da die ersten Schüsse kommen noch nicht mal runter, da sind die nächsten schon in der Luft. Aber man konnte hier jetzt wenigstens 26.000 Schaden machen. Also von dem her wenigstens noch einmal ordentlich getroffen. Aber ihr seht, es kommen, die Schüsse kommen rein. Das ist unglaublich. Und jetzt bin ich auch weg. Also da hat dann nochmal einer... Also Galaxy ist extrem stark in dem Modus. Aber es ist egal. Der Modus ist mal was Tolles und macht Spaß. Deswegen schauen wir uns doch jetzt auch nochmal die Galaxy an. In der vollen Bewegung. Wie gesagt, die Schussfrequenz ist einfach abnormal hoch. Aber ich finde wirklich das mal ganz lustig. Also so für so einen Scherz, den man mal sich so erlaubt, ist das wirklich mal was anderes. Was haben wir hier jetzt noch? Den Zerstörer. Flyfire. Allein schon nur die Idee, man nimmt einfach die bestehenden Schiffe und baut da so ein bisschen Cyber-Geschütze drauf und noch so so Schubtriebwerke. Also es ist wirklich, wirklich lustig. Und auch die Umgebung. Oh, das ist nämlich schon fast ein Batman. Kann man sich das mal in Ruhe auf sich wirken lassen, den Sternenhimmel, die Asteroiden. Auch, ich finde auch diesen roten Planet da im Hintergrund mit seiner Lava oder was auch das immer sein soll, finde ich brutal gut. Jetzt bin ich hier gespannt. Benboard nebelt hier alles ein und versucht sich hier an den Gegner noch ranzupirschen. Er ist jetzt nicht mehr so weit weg vom Flugzeugträger. Die anderen Schiffe fahren auch lustigerweise so von der Tendenz her weg von ihm und nicht auf ihn zu. Weil die fahren jetzt wiederum Richtung unsere Enterprise, die hier steht. Da kommen doch die Flugzeuge wieder rein. Auch das sind keine Flugzeuge, das sind dann so Space Shuttles oder so. Ja, also ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben soll. Auf jeden Fall sehr, sehr lustig. Mit diesen zwei Beibooten. Als, ja, Rumpf. Was macht unser Zerstörer hier hinten? Schließt noch nicht so wirklich auf, also der hat es der Gegner, also man sieht es, der Gegner macht es gut, die fahren zu vierter in der Rotte und nicht wie wir, wo jeder irgendwo einzeln umher war. Gerade der Zerstörer war ganz schön weit weg vom Schuss und auch da drüben die andere Yamato, glaube ich, müsste noch sein. Ja, andere Yamato, Panzerente. Ganz, ganz weit weg, also ist natürlich, mit dem Schlachtschiff sollte man nicht so unbedingt sich weit weg vom Geschehen machen. Der Zerstörer ist bald jetzt zumindest mal in Reichweite. Kilometer lediglich. Wobei, die hat natürlich schlagkräftige Begleitung, also Yamato und Galaxy. Also das ist durchaus was jetzt deutlich wehtun kann. Und auch die Cyber-Torpedos sind von der Geschwindigkeit angepasst.
So, ich bin gespannt, wann jetzt hier die ersten Schüsse auf. Ja, jetzt ist zumindest mal der Flugzeugträger weg. Oder der Gunship Carrier, ich habe keine Ahnung. Oh, das schaut auch super nice aus. Die ersten Torpedos mal in Richtung der Gegner. Aber ihr seht schon, jetzt bekommt er direkt hier die Schüsse. Und ob die Torpedos sitzen aus der Distanz bei so offener Fahrt, wage ich zu bezweifeln. Aber er macht das ganz gut. Also bis jetzt hat er noch keine getroffen. Also es ist auch natürlich schwer, so einen Zerstörer vorauszusehen und vorherzusehen, wie dieser sich bewegt. Panzerente ist da hinten jetzt im Gefecht. Auf Close Combat mit der gegnerischen Yamato. Die Bordgeschütze schießen auch schon. Mit der nächsten Salve könnte er die gegnerische Yamato ordentlich rausnehmen. Aber trifft nicht gut. Hat auch schon einen kaputten Turm oder beziehungsweise eine kaputte Batterie vorne. Jetzt kommen da auch noch Torpedos, die jetzt auf ihn gehen, und jetzt wird er beidrehen müssen, und wir sind gespannt, wo sie aufkreuzen werden. Da sind sie schon im Wasser, beziehungsweise in der Luft. Oh, und er dreht sich genauso rein, dass er jetzt die volle Seite bekommt. Kriegt er noch die Yamato weg? Was passiert? Er hat selber nur 1800 HP. Oh, da wird er sogar noch geholt von der Yamato. Und das, obwohl sie wirklich so low HP war. Also dann muss man schon sagen, im Verhältnis schlecht gespielt. Jetzt gibt es nur noch unseren Zerstörer. Der aber jetzt auf der Flucht ist. Ein doofer Hit und dann war es das auch schon. Aber der wehrt sich nach mit Händen und Füßen. Die Tendenz ist wohl für ihn nicht mehr zu siegen, das wäre auch aberwitzig, sondern noch zu überleben. Und ihr seht es, auf ihn geht ständig ein Feuer ein, aber es trifft keiner. Jetzt verschätzen sie sich auch noch gehörig in der Reichweite. So, die Runde ist noch 2 Minuten, das wird seine Zeit sein und sein Ziel sein, das so über die Runde zu bringen. Oder fahrt er nochmal in den Angriff, was ich mir fast nicht vorstellen kann. So, nee, fahrt natürlich weg. Auch von den Gegnern, glaube ich, passiert ja gefühlt nicht mehr viel. Die Yamato hat eine lange Nachladezeit, bis die dann da dementsprechend mal weg ist. Da drüben noch eine, war auch 16,4 Kilometer, bis die dann mal schießen und den Reload haben. Man muss sich erstmal, da kommen da die ersten Schüsse, ihr seht mal, wie weit die weggehen. Ja, nicht einmal, also nicht einmal ansatzweise in die richtige Richtung. Noch 50 Sekunden. Schaut nach einem Draw aus, wenn er es sogar so retten kann. Weil der Gegner hat einfach auch nicht die nötigen Punkte, dass die Tickets so hoch steigen. So, jetzt sind hier schon auch die Torpedos und da auch noch eine Bomberstaffel. Da ist jetzt alles in der Luft, was der Gegner so zu bieten hat. Noch 20 Sekunden, also jetzt wird es nochmal hier haarig. Und da sind die Torpedos im Wasser. Dreh ab, dreh ab. Oh, ist der eng, ist der eng. Alter, war der knapp. Ja, nice.
Der hätte nicht treffen dürfen, sonst hätte das vielleicht noch anders ausgesehen. War doch eine Niederlage. Seht's mir meinen Fauxpas nach. Ich dachte, es gibt einen Draw. Aber ich bin mit meinen 1087 XP nicht unzufrieden. Konnte 85.000 Schaden machen. Ist zwar in dem Tier 30 vielleicht nicht das höchste, aber ihr konntet den Modus doch mal ganz gut sehen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich wünsche euch alles Gute. Bis bald. Euer Alcaramba.